das ist vielleicht wirklich das Elementarste an Bewegung, dass wir mit einer Drehung, die Füße freisetzen. Tack, 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 tack. Dass wir den Schwerpunkt über einen Fuß bringen. Dass wir mit der Drehung den Schwerpunkt über einen Fuß bringen. Dass wir mit einer Drehung den Schwerpunkt über einen Fuß bringen. Und dann ist der, wenn jemand, der werfen will, mit einer halben Drehung werfen will, das ist zu schwach. Wenn Speer werfen oder einfach nur einen Ball werfen, ihr müsst die Drehung, ihr müsst komplett in dieser Seite, der Fuß muss frei sein, ne? Komplett in einer Drehung, ganz zu Ende, ne? Und dann den Fuß setzen und dann pang, werfen. Ist die Drehung nicht zu Ende geführt, ist zu wenig Kraft im Arm. Das heißt, gleichzeitig, wieder zwei Fliegen mit einer Klappe, gleichzeitig ist der Fuß frei und gleichzeitig könnt ihr die Kraft aus dem hinteren Bein holen, wenn ihr Kraft nach vorne schickt zum Schneiden oder was ihr auch machen wollt. Wenn ihr nicht reingeht in dieses Bein, könnt ihr nicht richtig werfen in diese Richtung. Genau gleich. Also ihr müsst, wenn ich in dem Bein drin bin, ist der Fuß freigesetzt. Und dann kann ich den Fuß komplett freisetzen und dann gehe ich in diesen Fuß rein. Und ihr müsst immer richtig in einem Fuß drin sein und dann könnt ihr den anderen Fuß freisetzen. Und gleichzeitig holt ihr die Kraft aus diesem hinteren Bein.